Guten Morgen. Hallöchen. Wir schauen uns dieses Mal das Eifgenbachtal an und da nehmen wir euch natürlich gerne mit, wenn euch das interessiert. Und jetzt kommt direkt noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache für alle, die es noch nicht wissen. Wir haben ja eine Internetseite, ein kleines Projekt mit dem Namen Erkunde Deutschland. Und ich kann die Adresse gerne hier unten einblenden. Dort haben wir 2020 haben wir damit angefangen, ja, und haben einfach mal so ein paar Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und so weiter, wo wir bisher waren, zusammengetragen mit Anschrift, Koordinaten, Parkmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Bock dazu habt, wenn ihr gerne in der Natur und so weiter unterwegs seid, dann schaut da mal drauf, guckt euch das an. Und über diese Seite sind wir auch angeschrieben worden von einer Dame, weil wir waren 2020, glaube ich sogar, auch im Eifgenbachtal, ja, zuletzt. Und die hat uns angeschrieben, dass die Fotos, die wir da rein haben, eigentlich nicht mehr aktuell sind. Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und da wir gerade in der Nähe sind, haben wir gedacht, wir schauen uns das Ganze mal an. Ja. Und wenn ihr Lust dazu habt, bleibt gerne dran, nehmen wir euch mit. Nach dem Intro geht's dann auch schon los. Bis dann, ciao. Viel Spaß. Wir sind hier im wunderschönen Eifgenbachtal. Das hat eine Größe von 350 Hektar und es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Leider hört man das vielleicht im Hintergrund, ich weiß es nicht. Hier direkt neben uns ist jetzt die Straße und im Endeffekt trennt uns nur der Eifgenbach von der Straße. Ja, zu dem Tal, was gibt es da groß zu sagen? Also es ist ein großes Naturschutzgebiet, wo bestehend aus ganz viel Laubbäumen ist und wird auch mitunter geschützt wegen der seltenen Tierarten, die hier zu finden sind. Rundwanderwege gibt es verschieden lang, also man kann von 3 bis 13 Kilometer hier schöne Rundwanderwege gehen. Und wir finden es hier schon sehr schön. Mit dem Bach, mit den Hunden ist es ideal im Sommer. Weil wenn es recht heiß ist, die haben hier ständig die Möglichkeit, ans Wasser zu kommen. Es sind hier auch sehr viele Hunde unterwegs. Also es ist ein sehr, sehr beliebter Platz für Hundemenschen. We'll be right back.
Ja, Parkplätze gibt es zwei. Einer ist kostenpflichtig, weil er zum Märchenwald dazugehört, was vielleicht interessant ist für Familien mit Kindern. Und der ist kostenpflichtig, dieser Parkplatz. Und es gibt aber einen anderen Parkplatz noch, der ist gebührenfrei, liegt direkt an der Hauptstraße und da sind es knapp 500 Meter bis zum Eingang vom Eifkenbachtal. Was uns hier aufgefallen ist, wir waren hier vor vier Jahren waren wir hier mal und hier ist sehr, sehr viel von den Bäumen ist hier abgeholzt worden. Das ist ein bisschen sehr, sehr schade, als wir damals da waren. Wir können ein paar alte Fotos einblenden von damals. Ja, war so wunderschön. Genau, da war einfach der Baumbestand hier deutlich größer. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das weggemacht wurde, ob das wegen den Borkenkäfern war oder so. Ich habe keine Ahnung. Wer es weiß, gerne kommentieren, damit wir das wissen, weil es interessiert uns natürlich auch immer sehr, warum sich so natürliche Orte so sehr verändern müssen. Ja, es ist wirklich schade, weil es sah hier wirklich sehr cool aus. Es ist immer noch schön, aber es war halt, also gerade vorne am Anfang, Als wir über diese Brücke drüber gingen und so, da war ja alles schön mit Laubbäumen. Das war richtig, richtig schön. Ja. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Da ist ja jetzt fast kompletter Kahlschlag leider. Ja. Aber trotzdem ist es schön. Ja, trotzdem ist das Eifkenbachtal schön. Ja, also, sehr schön. Es ist auch der Eifkenbach selber, mal ein paar flache Stellen, wo man dann auch mal ein Stück reinlaufen kann, wo man die Hunde mal reinlassen kann und so. Und wo man auch schön bis an den Grund sieht. Mhm. Und es hat aber auch tiefere Stellen, keine Ahnung wie tief, aber es hat halt auch ein bisschen tiefere Stellen, wo man nicht runter sieht. Der Weg außenrum ist sehr, sehr schön zu laufen. Richtig. Und so ein kleiner Trampelpfad. Der jetzt sehr abgeschwemmt wurde, ne? Durch dieses Hochwasser, was jetzt hier war. Ob das von dem Hochwasser war, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, weil man das hier überall sieht und wir hier wissen, dass der Fluss so hoch war, oder? Kann sein. Okay. Und es ist halt auch so ein bisschen, so wie so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein kleiner Urwald hier, diese Landschaft außenrum. Gerade diese vielen Bäume, die dann wie hier der Baum, auf dem wir gerade sitzen, der so ins Wasser reingeht. Ja, es gibt Bäume, die übers Wasser gehen. Und es ist an sich wirklich schön hier. Und wenn man schön außen rumläuft, dann dauert der ganze Spaß, was waren es, 1,5 Stunden? Ja. Sowas, 1,5 Stunden, wenn man schön außen rumläuft. Und gemütlich, ja. Urin. Und man läuft größtenteils wirklich am Eifkenbach entlang. Und es ist auch größtenteils flach. Es ist dann nur der Rückweg oder der Hinweg. Je nachdem, was man wählt, da läuft man so ein bisschen oben entlang. Ja. Da geht es leicht bergauf, aber es ist an sich wirklich schön zu laufen. Ja. Und ein sehr, sehr schönes Fleckchen Natur, würde ich sagen. Ja. Und ja, in dem Sinn schauen wir mal weiter. Ja, hier hinten geht leider die Sonne schon unter und das Licht wurde immer schlechter. Das verging heute viel zu schnell, der Tag. Deswegen schauen wir, dass wir mal zurückkommen zum Auto, bevor das Licht ganz weg ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst wie immer einen Daumen nach oben. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Abonniert den Kanal, würde uns sehr freuen. Und in dem Sinn sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dann, ciao. Tschüss. Naja, wir haben es nun doch geschafft, dass wir ins Dunkle kommen und beziehungsweise ins Dunkle noch nicht, aber wir sind schon sehr weit in der Dämmerung und wollten euch nur noch mal daran teilhaben lassen. in dem Sinn, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr das nicht getan habt und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann, ciao. Tschüss.